herzlich willkommen bei Wein am Limit. Liebe Wallinauten, so sieht's hier mittlerweile aus am Set. Hightech, der Ton ist sehr gut hoffentlich. Entschuldigung, muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen runtertonen. Naja, ihr merkt, also wir machen alles. Aber es hat auch wieder heute Morgen mehr Technik. Hat wieder länger gedauert, ne? Sebastian. Ja, leichte Schweißperlen auf seiner Stirn. Wenn ihr Sebastian sehen könntet, der kriegt langsam graue Haare hier bei Wein am Limit. Nicht aufgrund des Alters, aber aufgrund der, naja, äußeren Lebensumstände, sagen wir mal so. Ja, oh, steht, ich habe ja schon. Ist er denn? Ja. Doch, ist kalt genug. Also, Kalifornien. Wir machen weiter mit unseren Arrivages. Es kommt so viel geiler Wein rein. Und natürlich will der nicht nur getrunken und verkauft werden, sondern will auch besprochen werden. Das machen wir. Arne Roberts, ein Spezialist, ganz kleines Garagenweingut in Healdsburg, in einer Lagerhalle. Ganz unspektakulär, machen einige der spektakulärsten Weine. Nathan Lee und Duncan. Die beiden haben sehr, sehr gute Beziehungen zu vielen Familien mit alten Weingärten oder suchen auch speziell alte Weingärten in Kalifornien und machen einen ganz erfrischenden anderen Stil, als das eben häufig in Kalifornien der Fall ist. Ich durfte neulich erst wieder einen Wein aus Kalifornien probieren. Der hat geschmeckt wie so ein Werthers Echte. Wer Werthers Echte nicht kennt, einfach mal in den Supermarkt. Ich mache jetzt hier mal Werbung für Werthers Echte. Ich komme ja aus der Nähe von Gütersloh, sind die ja. Aus, ich glaube, Halle in Westfalen. Werther. Und das sind so Karamellbonbons. Und beim Bonbon, okay, beim Wein, weiß ich nicht. Muss nicht schmecken wie so ein alter Scotch. Und muss auch nicht 15% Alkohol haben. Haben ja viele Kalifornier nach wie vor. Ich meine, das Klima lässt sich dort nicht leugnen. Der Klimawandel auch nicht, leider. Die Waldbrände da ist ja schon katastrophal. Überhaupt die Brände in Kalifornien. Aber mal Finger weg von so heißen Themen. Kalifornien kann aber auch anders. Und das habe ich schon gelernt so in den 90ern, als ich selbst da gearbeitet habe. Es gab Winzer, die damals schon in weiser Voraussicht Weingärten angelegt haben, von denen viele gesagt haben, da kriegt ihr die Trauben nie reif. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder man geht in die Berge. Kalifornien hat ja einfach die Sierras. Sierra Nevada ist ja nicht weit. Die Sierra Foothills, wie man sie so schön sagt. Da kommt einer der Weingärten von diesen Wein ist dort her. Der ist 1972 schon gepflanzt mit einer Sorte, die, ich sag mal, untypisch kalifornisch ist, weil es gibt es eben auch dort, Touriga Nacional, also eine portugiesische Sorte. Die beste, naja, nicht die beste, aber eine der besten portugiesischen Sorten. Zumindest eine der, die ein tolles Aroma bringt. Und das andere ist die Familie Luxinger, die sind in Clear Lake. Aus diesen beiden Sorten hier ist dieser Wein gemacht, ein Rosé. Jetzt muss man sich nämlich wirklich mal fragen, wie weit muss man Rosé um die ganze Welt schiffen? Macht das Sinn? Ich sage, es macht Sinn, vor allen Dingen dann, wenn das so in dieser Konsequenz nirgendwo in Europa gemacht wird. Obwohl es eine europäische Sorte ist, na klar, Touriga Nacional, also wie gesagt, portugiesische Sorte. Der Wein wird mit den Füßen getreten, genau wie in Portugal, mit einer Korbpresse ausgepresst. Wird ungefähr 24 Stunden lässt man den Schalenkontakt, also sprich von der Touriga Nacional, die Schale ist recht kompakt, voller Aroma. 24 Stunden lässt man das zu. Dann muss man es sanft einmeischen mit den Füßen. Dann lässt man den Saft ziehen, die Farbe geht raus und dann kommt das dabei raus. Arne Roberts Rosé. Erstmalig, kleine Menge. Wir arbeiten uns langsam, aber sicher auch hoch bei dem Weingut. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe zwei Pinots hier im Anstich. Das haben wir die ganzen Jahre nicht bekommen. Es gibt so wenig davon, dass das eigentlich alles in Amerika bleibt. Aber in dem Fall wollte ich es unbedingt haben. Sebastian, du hast gar kein Glas heute. Nee, das habe ich vergessen. Ja, selbst schuld, kann ja, ich nur sagen. Dann, ja, ohne Glas ist, läuft gar nichts. Ja, und das ist nämlich wirklich, also erstmal von der Farbe her, es ist nicht das, was mich häufig bei Rosés so ein bisschen stört manchmal, wenn die so ganz pinkig, knallig sind. Und das ist hier eher dieses zart, feine Rosa oder Rosé. Man merkt, dass der Wein eben, ja, ich sag mal, schon eine gewisse Eleganz schon mal nur durch die Farbe versprüht, oder? Sebastian, komm, du machst das schon so lange jetzt mit mir. Sieht eleganter aus, ja? Ist nicht so ein Porno-Rosé, ja? Dieses so knallige, ja, dieses Ordinäre, sondern hier, das ist fein, das ist fast so ein Provence-Rosé, altrosa. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Sorte an, aber auch ein bisschen auf den Prozess. Und hier merkt man eben, sehr fein, sehr elegant gearbeitet. Wichtig ist beim Rosé ja auch, die Trauben kühl, schnell, rasch zu verarbeiten. Ja, und Touriga Nacional hat eben ein irres Aroma. Immer so was Florales, so was Blumiges, was Beeriges. Das findet man sogar hier. Und was mich total fasziniert an dem Wein, der ist mineralisch. Und warum ist der mineralisch? Granit ist ja der Norden von Portugal, besteht ja aus Granit und große Teile oder einige Teile Kaliforniens auch. Das ist Granitboden. Und gerade in den Sierras findet man Granit. Also sprich, ist alles perfekt gemacht.
Das hat irgendwann mal ein Hippie in den 70ern gepflanzt und festgestellt, boing, cool. Musste 30 oder 40 Jahre warten, bis die Jungs kamen von Arnold Roberts und gesagt haben, Kalifornien, ja, es muss nicht immer nur Chardonnay und Pinot oder Chardonnay und Merlot und Cabernet sein. Geht auch eben mit dieser Sorte. Schön. Mm. Was machen die in Portugal damit? Auch Rosé oder geht das da schon eher? Viel Portwein oder Rotwein. Mhm. Eben und wird viel geblendet, der Touriga Nacional. Das ist eine Sorte, die so ein bisschen vielleicht wie den Bordeaux, der Cabernet, ist in Portugal der Touriga. Die Sorte, die so ein bisschen das Rückgrat von vielen Portweinen deklariert. Gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Manche lehnen sie auch ab, weil sie sehr dominant ist. Auf der anderen Seite, viele sagen aber auch, sie bietet die besten Voraussetzungen. Tannin, Farbe, Geschmack. Und das ist saugeil. 140 Pullen gab es. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir den Markt damit fluten können. Aber ich wollte das unbedingt mal mitbestellen. Und die Jungs haben uns was gegeben. Und ich finde das toll. Der hat eine Frische, der hat Zug, der hat Säure, der hat Saft. Das ist lecker. Ja, würde sogar der Kölsche trinken. Ist auch nicht ganz günstig, wie alle kalifornischen Weine. Ist aber auch, finde ich, trotzdem sein Geld wert, weil es ist eben nicht dieser Billo-Rosé, der einem überall begegnet an jeder Straßenecke. Ist ja unglaublich cool heutzutage. Neulich durfte ich auch wieder sehen. Der Kollege aus Amerika und sogar Prinz Charles, alle halten die Gläser so und dann steht man da so und dann findet man sich unglaublich geil und man trinkt scheiß Rosé. Das ist geiler Rosé. Ja, ist so. Ja, soll ich da wieder rein oder da? Ja, jetzt machen wir es mal hier rein. In unseren Spucki-Spuck. So, Arnold Roberts, Touriga Nacional, California Rosé. So, jetzt kommen zwei Weine. Die werde ich aber, weil die so rar sind und wir so wenig davon bekommen und ich nicht dauernd Pullen aufziehen kann. Mit dem Corava. Fangen wir mal an mit dem. Gab's acht Barrels gab es davon. Arnold Roberts, Legend Vineyards aus den Santa Cruz Mountains. So, Leute, und er hat 12 Volt. Ich bin kein Alkoholgläubiger, mit anderen Worten, bei mir kann es auch mehr Alkohol sein, wenn der Wein trotzdem schmeckt. Wenn er weniger hat, eben gut. Und Pinot Noir und Kalifornien ist, finde ich, an vielen Stellen nicht so richtig mein Liebling. Aber auch hier, und da ist es eigentlich so, das ist die Sorte, die hat den höchsten Anspruch. Also da muss man an kühle Stellen gehen. Und wir sind hier in den Santa Cruz Mountains, sehr abgelegen. Und das ist ein wurzelechter Rebgarten, also sprich ungepropft. Wer das nicht weiß, Wikipedia macht es möglich, könnt ihr nachlesen. Das sind ungepropfte Reben und wie gesagt 89, sehr abgelegen. Und das ist wahrscheinlich nur deswegen auch möglich, weil er keine Nachbarn hat, der Weingarten. Deswegen gibt es da auch keine Rebläuse. Man sagt ja diesen wurzelechten Reben immer nach. Oh, scheiße! Oh, voll eingesaut! So ein Mist! Oh. Guckt euch das an! Scheiße hier! Ich verklag Corava. Das ist eine amerikanische Firma, kriege ich ein paar Millionen. Ja, wie mit Glypho. Wobei, da soll man keine Witze drüber machen. Das ist ein Scheißthema. Ich habe heute nur so keine Scheißthemen. Klimawandel, Glypho, Leute, die das Weinglas komisch anfassen, die so eine Mähne haben, die aus den USA kommen und so. Ihr wisst schon, wen ich meine. So, Arnold Roberts, Legend Vineyard. So, und das, sie können Pinot, die Kalifornier. Es ist eben die Sorte, die sehr schnell, wenn sie zu warm ist, sehr schnell sehr gekocht, sehr marmeladig wird. Wenn man sie zu spät liest vor allen Dingen. Wenn man sie zu früh liest, dann häufig sehr grün, sehr stielig. Also der richtige Lesezeitpunkt ist wichtig. Ich glaube, der richtige Standort ist wichtig. Ja, das ist schon sehr, ja, I love it. I love it. Wie alle meine Kinder bei Wein am Limit, alle unsere Wahlweine liebe ich, aber die finde ich richtig geil. Die Mengen sind so klein, wir haben es jetzt gesagt, wir machen es trotzdem mal. Weil hier gilt auch wirklich das Prinzip First Come, First Serve. Hammermäßig, hammermäßige Nase. Cranberries, Rhabarber, bisschen rote Beete, bisschen Cherry Coke. Klar ist ein amerikanischer Wein, muss nach Cherry Coke riechen. Ihr wisst das schon, ihr wisst ja, wie Sommeliers oder die, Sommelier, das heißt, ich bin ja kein Sommelier mehr, die Weinleute, die reden ja unglaublich vielen Adjektiven. Und man fragt sich immer, muss ich das alles riechen? Nein, man kann auch einfach sagen, er ist gut. Aber was gut ist und was schlecht, dafür muss man eben seinen Geschmack ein bisschen trainieren. Und dafür muss man sich nicht diese zuckersüßen, alkoholgeschwängerten, holzzubeladenen Pinots reinpfeifen. Sondern sowas wie das hier, so leicht kräutrige Anklänge. Also dass das aus Kalifornien kommt, das würden viele, glaube ich, gar nicht vermuten. Es ist unglaublich zart, es ist frisch, es ist so ein bisschen wie Mozart, es ist ein ganz hoher Ton.
Geil, auch hinten so ein bisschen so wie, also jetzt ohne Flachs, so ein bisschen wie diese Brause, Ahoi-Brause, wenn man die sich auf die Zunge macht, ja. Das hast du ja auch mal, dieses Brombeergeschmack oder Johannisbeergeschmack. Jetzt guck mich nicht so an, weißt doch noch. Du kennst das doch noch. Ja, du bist auch noch aus der, kommst sogar noch aus der Generation, die auch noch Ahoi-Brause kennt. Ja, es gab es in einem Bars sogar noch. Also nach der Jugend. Ja, nach der Jugend. Warum gab es das in Bars? Damit der, mit so, damit der Schwaden, ach so, klar. Hm, super. Also so in der Kombination, so ein Herrengedeck, Kölsches Herrengedeck oder wie nennt man das? Ja, das war ein ganz kurzer Trend. Hat nicht lange gehalten. Was gluckert denn das hier so? Hast du Hunger? Ich glaube, ich schmeiß gleich mal eine Runde Croissants. Ich habe eins gegessen, aber... Ganz fein, die Tannine sind da, die merkt man also. Der hat schon, kannst du ja mal probieren. Der hat knackige Tannine, hat Säure, hat Frische. Das ist cool. Das, also ich sag mal so, wer gerne auf delikate Sachen steht, ja, wer gerne feine Sachen mag, das ist genau das Richtige für den. Wer meint, es muss richtig brummen und es muss richtig übel fett und dick und schwer sein, der bitte soll was anderes bestellen. Und diese Flaschen werden in Amerika wirklich in der Gastronomie gehandelt wie Coltan-Feinstaub. Kennst du ja, Coltan-Feinstaub, ich glaube, das wird für Handys genutzt. Und ich glaube, man muss an unzähligen vielen krassen Kindersoldaten vorbei. Also wir haben heute nur Themen drauf, das ist ja echt schlimm. Aber kann man mal sehen, wie es um die Welt bestellt. Also es ist echt krass. Nein, aber Coltan-Feinstaub ist ja nun wirklich sehr rar. Auch, glaube ich, schwierig im Abbau. Und wie gesagt, eben, da muss man, glaube ich, in der Lage sein, viele Leute zu schmieren, bis man drankommt. Und das ist das Gleiche hier für diese Arnold Roberts-Geschichten. Gilt das auch? Oh, nee, jetzt mache ich das aber nicht, Leute. Du Scheißdreck hier, nee. Ich verklack die! Ich will ein neues Gerät. Couravin. Guckt euch die Sauerei an. Und die Reinigung hau ich euch auch noch drauf. So richtig schön. So, wie das manchmal so ist. Ich habe lange im Restaurant gearbeitet und dann, wenn man irgendwann mal was passiert ist, einmal hat mal irgendwie jemand getropft auf das Sakko eines Herrn. Oh, das war ein. Und der Anzug kostete gleich 3000. Der musste natürlich komplett ersetzt werden, weil man den Wein fleckt. Ah ja, ich weiß nicht. Ja. Okay. Ja. Zahlt keine Versicherung. Außer Lloyds. Okay. Ah, Termin. Gut. Pinot Noir, Coastland. So, jetzt sind wir so ein bisschen aus den Santa Cruz Mountains, südlich von San Francisco, gehen wir jetzt wieder hoch, Coastland Vineyards, an die Sonoma Coast. Also sprich so, ich weiß nicht, Occidental, ob ihr das Kaff schon mal gehört habt. Alle kennen auf jeden Fall von Alfred Hitchcock die Vögel. Da in der Ecke, ja. Da in der Ecke ist das. Also du hast immer Wind, du hast pazifischen Einfluss. Auch hier war das so, dass diese Weingärten, also man hat den Leuten damals gesagt, das wird nichts. Sind heute, glaube ich, mit die geilsten Weingärten für Pinot Noir in Kalifornien. Es gibt viele andere gute Weingärten, aber sie gehören bestimmt dazu. Und auch hier nur 7 Barrels. Ja, das ist nochmal geil. Also das ist hier mehr dieses ganz zarte, ganz feine der Glen, der Coastland. Der bringt schon das ein bisschen mit, was Pinot Noir aus Kalifornien haben kann. So ein bisschen mehr dieses Erdbeerquark. Dieses so leicht matschige Erdbeere, also das liebe ich so, wenn man Erdbeeren so ein bisschen kurz einmal anmariniert, so riecht das. Ja, und dann kommt hier eine Gewürzkiste dabei raus. Hat ein bisschen, obwohl die beide nur 12 Alkohol haben oder 12,2, 12,3, also sind mit 12 jetzt deklariert. Sehr fein. Oh, ich glaube, da ist gerade die Handwerker sind da. Wir müssen uns beeilen, Sebastian. Der Wein ist auf jeden Fall sehr cool. Schön ein bisschen kühler trinken, großes Glas, das Pinot Noir Glas vielleicht sogar nehmen, wenn man Bock hat. Und was ist der jetzt im Vergleich zum Burgund? Viel fruchtiger, viel intensiver. Ich finde auch immer dieser Vergleich, wer macht den, also Burgund ist natürlich, das heißt, wenn du der Chef bist, dann wollen sich alle mit der Benchmarken. Und Burgund macht einfach natürlich für Chardonnay und Pinot absolute Benchmarks. Und auch, ich finde, die profundesten Weine. Aber sie müssen sich eben auch gefallen lassen, dass es eben, ich sag mal, Interpretationen gibt, Varianten gibt. Und Kalifornien hat es ja schon immer in der Vergangenheit auch häufig gezeigt, sie können das, sie kriegen das hin. Also sie, mit anderen Worten, sie entwickeln auch einen eigenen Stil. Ich würde sagen, auch Kalifornien ist für mich nicht neue Welt in dem Sinn, hat schon, sind klassische Weine eigentlich, aber eine ganz eigene Richtung. Und ich glaube, aufgrund des Klimas, wir sind halt am Pazifik, wir haben eben extrem starke Tages- und Nachttemperaturschwankungen. Wir haben Bergeinfluss, wir haben maritimen Einfluss. Man hat auch gelernt in den letzten Jahren, viel weniger Holz zu nehmen, hat viel besser die Lesezeitpunkte viel früher gesetzt und
Vor allen Dingen auch ist man viel sorgsamer mit den Weingärten umgegangen, zumindest in der Spitze, zumindest in den kleinen Regionen, Napa, Sonoma, weil das meiste ist Central Valley. Das ist ein bisschen so wie Rheinhessen oder wie, also groß, wo man große Flächen hat und relativ flach und einfach ernten kann. Das ist ein Großteil des kalifornischen Weines. Aber in der Spitze, glaube ich, sind sie Klassiker und definieren eben auch eine ganz eigene Richtung. Und ich finde hier die Fruchtigkeit so in dieser explosiven Art, das findet man nicht eigentlich bei uns. Anderes Klima, andere Böden, andere Machart, andere Traditionen. Die Weine können hervorragend reifen. Also auch das ist eine Mär, dass sowas irgendwie nach 2-3 Jahren schon den Löffel abgibt. Das sind Weine 10, 20 Jahre ohne weiteres halten. Sie sind auch gemacht, sind sehr traditionell hier gemacht. Und das ist auch, glaube ich, eine weitere Weinmär heutzutage, die man hat. Man trifft auf der Welt überall Menschen, die eher traditionellen, Oldschool-Gedanken in sich tragen. Und dann gibt es eben die Industrie. Und von der Industrie gibt es reichlich und davon gibt es viel. Und die sind häufig billig und die definieren sich über den Preis, aber die definieren sich nicht über die Marke Mensch. Also Mind Behind Grape sozusagen, die Leute, die das machen. Also die, sag mal, Spitzenprodukte, glaube ich, nach wie vor sind manufactured. Ja. Meistens. Was nicht heißt, dass industrielle Produkte schlecht sind. Aber sie sind häufig, kommt man eben gar nicht in diesen Charakter, in diesen individuellen Charakter. Und also hier, das sind wirkliche Spezialisten, eben kleine Weingärten, sehr präzise gearbeitet und drehen nicht durch, wollen nicht irgendwie mit dem Rolls-Royce zur Arbeit fahren. Da reicht wahrscheinlich der Jeep oder sowas. Aber Spaß daran zu haben. Und das definiert sich auch in diesen Weinen. Also, ein bisschen selbstverwirklicht. Ja, Unabhängigkeit. Ja, das ist wirklich das Beste oder das Größte, doch, was du hast heutzutage. Nicht Lemming sein, sondern auch ein bisschen kämpfen für eine Sache, die einem Spaß macht. Und auch. Jetzt sind wir aber ein bisschen hier schon so im Plaudern. Na, wenn ihr Lust habt, nehmt gerne an der Diskussion teil. Ich merke ja, so ein bisschen schläft das ein bei Wein am Limit, die Kommentare. Das ist, weil sich heute fast alles in die sozialen Netzwerke, in die bösen sozialen, in das Neuland. Rezo. Hallo Rezo, falls du das hier jemals siehst. Tja, man kann auch mal über gute Sachen sprechen. Also man muss ja nicht immer anderen Leuten gleich immer auf die Schnauze hauen. Schrecklich, verbal auf die Schnauze, ich finde es fürchterlich. Ne? Überhaupt diese ganze Laberei über heutzutage, was wir so haben. Ja, da wird, sag mal, eher darf immer geguckt, was die anderen schlecht machen. Aber vielleicht mal bei sich selber anfangen, mal was gut machen. Also in dem Sinn. Was macht ihr gut? Das wäre meine Frage. Und wer Lust hat, schreibt es drunter. Ansonsten, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Danke, Sebastian. Kommt gut durch den Sommer. Ciao.